erinnert mich an die kaputte Mauer in Nordwege, an der Straße zu meinem Onkel. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich an die beißende Winterkälte, als wir stundenlang Zuflucht vor dem Wind suchen mussten. Deinetwegen steckten wir dort fest. Auf der Suche nach den Hühnern, die du vor dem Julfest freigelassen hast, wenn ich dich erinnern darf. Es ist schön, wieder mit dir zu reiten, Stockarsch. Ich sagte dir doch, das sollte ein Drachenschwanz sein. Ich sah nur einen kleinen Holzzweig. Kein Drachenschwanz. Muss ich dich an deine eigenen enthüllten Abenteuer in den nächtlichen Straßen von Stavanger erinnern? Eivor hosenlos, den Kopf vollgesogen mit Met und die vielen Taschen voll Kotze. Ein Drachenschwanz also. Sicher, dass du den Met meines Vaters willst? Fürchtest du dich nicht, dass du nackt mit dem Gesicht im Schlamm vom Schweinestall aufwachst? So nennst du also dein Haus? Stambuch! Dein Vater nicht zurück wie dorthin geschickt, um zu helfen? Was ist geschehen? Ich kam zu spät, um es aufzuhalten. Die Pikten legten Feuer und verschwanden. Die wollen uns reizen. Es sitzen noch mehr Leute in der Falle. Befreie sie, Eivor. Versorge die Verletzten. Wir holen sie raus. Lauf zu Trygvi. Bei ihm bist du sicher. Schnell! Bring die Verwundeten zu Trygvi! Er ist von den Toren! Komm schnell! Hilf einer! Ist da draußen jemand? Danke, danke. Da sind noch andere, die Hilfe brauchen. Clint, ich muss auf die andere Seite. Schon, das wäre mein letzter Tag in Midgard. Hier raus! Vielen Dank, Drenger! Danke! Beeilung! Beeilung! Bring dich in Sicherheit! Thank you.
noch mehr Leute zu retten. Uns läuft die Zeit davon. Los, schnell! Eva! Was ist geschehen? Ich kam zu spät, um es aufzuhalten. Die Pikten legten Feuer und verschwanden. Die wollen uns reizen. Es sitzen noch mehr Leute in der Falle. Befreie sie, Eivor. Versorge die Verletzten. Wir holen sie raus. Vielleicht aber schon. Yeah.
Mann! Vielen Danke. Dank, Drenger. Danke. Danke. Da sind noch andere, die Hilfe brauchen. Beeilung! Beeilung! Bring dich in Sicherheit! Meine Frau, bitte, lass mich hier! Das war ihr letzter Atemzug. Wo bist du? Komm her! Lass deine Habe hier. Lauf zu Trückvi. Bei ihm bist du sicher. Lili, antworte mir! Wo bist du? Sünen, leite mich. Wir müssen einen Weg freiräumen!
Ich hole den Mann, Eivor. Trag du die Frau. Wilhelm wird warten müssen. Heute bleibst du noch hier. Dem Allvater sei Dank. Halt dich an mir fest. Ich bring dich raus. Danke, Willi. Vielen Dank. Nur deinetwegen atme ich noch. Ich dachte schon, ich müsste dich retten, Willi. Wäre ich gestorben, dann wäre es meine Zeit gewesen. Mein Schicksal wurde bereits gesponnen. Es tut mir leid, aber du darfst dein Leben nicht so aufs Spiel setzen, mein Herr. Du hast Menschen zu führen und eine Zukunft zu bedenken. Der alte Mann ist weise, Willi. Du trägst die gesamte Bürde dieses Clans auf deinen Schultern. Mein Vater trägt diese Last. Ich bin fürs Kämpfen und Feiern zuständig und in beidem unübertroffen. Wie schön, dass du mir wieder den Rücken frei hältst, Eivor. Siehst du, womit ich es zu tun habe? Der Verstand eines Trolls im Körper eines Aesir. Immer noch derselbe Stockarsch wie in Kindertagen. Ich werde mich nie ändern. Für so etwas haben wir keine Zeit, ihr beiden. Hier liegen viel zu viele Verwundete. Das ist dein Bereich, Trückwi. Ich möchte nicht an einem Nachmittag als Retter und als Heiler gesehen werden. Die Wasser des Kinderfalls werden meine Wunden pflegen. Ich bin dort, falls mein Vater mich braucht. Willi, warte! Eivor, warte einen Moment. Jarl Heming hat sich dir anvertraut? Wegen seiner Gesundheit? So ist es. Er sagte, Willi nehme es nicht an. Willi lebt zurzeit in einer völlig anderen Welt. Er ist innerlich zerbrochen und will sich der Wahrheit, die vor ihm liegt, nicht stellen. Und wie geht es dir? Bist du gewappnet für das, was kommt? Ich habe meinen Frieden mit der Zukunft gemacht. Ja. Sorge für die Verwundeten hier. Ich werde selbst mit Willi sprechen. Brustadir kemur at og hefur hér. Hann er rúðan. Eitt árið næst út og einn. Der Kinderfall ist wunderschön. Willi hatte recht. Wo er wohl ist? Hast du gehört, was mit Archibald passiert ist? Na, der Trunkenbold. Ich war da, als er das Ding in Brand gesteckt hat.
Wir wollten ihn aufhalten, aber er musste es ja herausfordern. Du hast alles gesehen? Los, erzähl uns, was passiert ist. Die Sage, Wilfried, ist wahr. Ein legendärer Piktenkrieger, der mit bloßen Händen einen Wolf zerreißen kann. Du hast ihn gesehen? Ich muss sehen, was du siehst. Archibald das Feuer gelegt hat. Trau dich nur. Versuche selbst. Eivor. Komm. Stell dich hier hin und blicke über die Fjorde. Halte meine Hand. Genau so. So hoch oben war ich noch nie. Dein Vater brachte mich vor langer Zeit hierher, als wir nur 19 Winter zählten. Zusammen bauten wir Steinmännchen. Die hier? Ja. Stell es dir als Prüfung von Geist und Geduld vor. Schichte die Steine hoch und breit in eine Gestalt, die du magst. Wie gewinne ich? Indem du spielst. Und ein ruhiger Geist ist deine Belohnung. Lass die Luft und die Schönheit der Natur dich besänftigen.
Feuer gelegt hat, hielt er stolz die Fackel hoch. Plötzlich sehen wir, wie ihm sein Kopf vor die Füße fällt. Wir sind weggerannt. Sollten wir wenigstens seine Leiche bergen? Ha. Nur zu. Aber ich steige diesen verdammten Berg nicht nochmal hoch. Nicht für alles Silber in diesem Land. Zeig mir, was vor uns liegt. Hast du gehört, was mit Archibald passiert ist? Na, der Trunkenbold. Ich war da, als er das Ding in Brand gesteckt hat. Wir wollten ihn aufhalten. Ich war da, als er das Ding in Brand gesteckt hat. Eivor, du hast mein Geheimversteck gefunden. Ich müsste taub sein, um dich nicht singen zu hören. Dein Geblöke könnte die Toten aufwecken. Diese Scharmützel mit den Pikten haben dir zugesetzt. Ganz und gar nicht. Je mehr Narben, desto besser kann man prahlen. Sieh meinen Vater an. Ein schlachterprobter Krieger, wie eine aufgeschlitzte Ziege am Spieß. Das Bild würde ich gerade nicht verwenden, bei seinem Zustand.
Prächtige Wasser, nicht wahr? Sie trösten und heilen. Sie sind Freyas Geschenk an die Menschheit. Vili, du kannst das nicht verdrängen. Dein Vater stirbt. Wenn er zur Halle der Toten aufbricht, wirst du seinen Platz einnehmen, wie man es erwartet. Der Wechsel in diesen durchtränkten Norden zermürbt mich, Eivor. Zu warm fürs Winterleben, zu kalt für den Sommer. Ich hörte, Mercia wäre milder. Dichte Wälder, strahlende Farben, lebendige Gewässer. Sieht es so in deiner Siedlung aus? Du wirst aber Jarl, Vili. Dein Vater erwartet es. Und die Menschen Snottinger haben Schiers auch. Ich brauche nur die Sonne auf meiner Haut und eine Axt in meiner Hand. Ale und Abenteuer. Nicht das ruhige Leben eines Jarls. Du wendest dich gegen den Brauch, Vili. Der Sohn folgt seinem Vater nach. So war es immer. Eivor. Ich habe meine Gründe, warum ich dich als Jarl sehen will. Der Rabenclan braucht Freunde in Englerland. Und du bist einer meiner Besten. Um dieses Bündnis zu sichern, muss ich aber nicht führen. Du und Sigurd werdet hier geliebt. Dein Vater stirbt, Vili. Jetzt ist die Zeit, dein Heim darauf vorzubereiten. Es ist nicht mein Heim. Es ist das des Clans. Und der Clan wird entscheiden, wie es weitergeht. Du kannst im Guten mit deinem Vater auseinandergehen. Dieses Geschenk war mir nicht vergönnt. Wirf es nicht weg. Willi, komm schnell! Noch ein Angriff? Dein Vater, er hat nicht mehr lange. Komm schnell zum Langhaus. Jarl Heming ist auf der Schwelle des Todes. Ich muss ihn sehen, bevor er sie überschreitet. Weitergehen. Wenn er Jesus in sein Herz gelassen hat, wird der Herr ihn sicher aufnehmen. Oh, lieber Himmel, unser Jarl. Eivor. Wieder so zusammenzusehen, erinnert mich an früher.
Ich fühle mich gleich wieder jung. Bewahre dir dieses Gefühl und nimm es mit dir in die Halle der Gefallenen. Eine große Kriegerin und Anführerin bist du geworden, Eivor. Man wird von dir singen. Ich hatte viele gute Lehrer, Jarl Heming. Dich vor allem. Ich bitte dich nun, lass meine Lehre nicht sterben. Gib sie weiter. Die Seherin ist auf dem Weg, Vater. Sie wird dir helfen und bringt Heilmittel und Seder. Hiermit hielt ich dich, Willi, in einer stolzen Hand. Als du gerade aus dem Leib deiner Mutter gekommen warst, ich sah dich aufwachsen. Ein Junge mit dreckigem Haar, der Stecker schwang und durch den Schlamm rannte, von Ruhm träumte. Ich bin stolz darauf, was aus dir geworden ist, mein Sohn. Und ich bin stolz auf den Mann, der aus dir werden wird. Egal was. Vater. Willi. Bereiten wir die Bestattung vor. Ich rufe meinen Clan. Und du, die Edelinge des Schiers. Die Edelinge treffen nach und nach ein. Tryggvi braucht jetzt unsere Hilfe. Wir werden am Scheiterhaufen sein, der das Dorf überblickt. Thank you.
einziger Scheiterhaufen für Jarl Heming. Seine Reise zu den Hallen. Sollte Hemtor erneut bedroht? Evo. Drenga. Sunifa, danke für dein Kommen. Ah, der Anblick alter Freunde tröstet mein Herz. Wir kamen so schnell wir konnten. Mit Geschenken für Jarl Heming. Die Festlichkeiten werden viele Tage andauern. Wann können wir beginnen? Der Scheiterhaufen ist aufgeschichtet und unsere Gäste wurden angemessen begrüßt und untergebracht. Wir können jederzeit beginnen. Gut. Ausgezeichnete Arbeit, Trückwi. Ich habe Jarl Heming mein Leben verschworen. Es gibt nichts, was ich nicht für ihn tun würde. Das Alting muss nach Ablauf dieser Woche und nach dem Begräbnis abgehalten werden. Die Edelfreien des Schiers werden Vili zum Jarl des Clans ernennen. Das setzt voraus, dass sie nach einer Woche des Trinkens und Trauerns wieder nüchtern sind. Das wird ein wunderbares Begräbnis. Vater wird von hier aus seine Lande gut im Blick haben. Die Flammen werden hoch und hell strahlen, sodass der gesamte Schier es sieht. Gut gemacht, Trygvi. Das war sein Lieblingsort in diesem Schier. Ich schätze, wir sollten anfangen. Unsere Gäste benötigen Aufmerksamkeit. Ich werde dich später aufsuchen, um dich vor ihnen zu retten, wenn der Met sie durchweicht hat. Du bist ein Geschenk der Götter, Eivor. Danke. Trygvi ist Hemtorps Fels in der Brandung. Solange er da ist, kann die Stadt ihren Frieden wahren. Er ist ein guter Mann. Ich muss kurz weg, Eivor. Ich möchte etwas für meinen Vater holen. Ein Geschenk. Wann hattest du denn Zeit, eine Totengabe zu fertigen? Eigentlich hatte ich gehofft, es ihm im Leben zu geben. Du musst es sehen, um es zu glauben. Ich brachte ein Geschenk vom Rabenclan. Es ist im Wachturm am Rand von Hemtorp. Sehr freundlich, vielen Dank. Ich würde es gern sehen. Ich sollte mir das Geschenk zuerst ansehen. Es muss Jarl Hemings würdig sein. Ich sehe eine schwere Last in deinem Blick, Eivor. Was bekümmert dich? Heming bat um meinen Rat, bevor er starb. Er wollte meine Meinung zum zukünftigen Anführer des Clans hören. Das wäre Vili, nicht wahr? Dem Brauch nach, ja. Trygvi hat mir aufgetragen, der Seherin mit den Opfern zu helfen. Könnten wir mit ihr sprechen, um deinen Geist zu beruhigen? Das ist eine gute Idee. Doch lass mich allein gehen. Stellt Späher um das Dorf herum auf. Die Menschen hier müssen in ihrer Trauer sicher sein. Thank you.
Hallo, du. Suchst du etwas? Vielleicht kann ich helfen. Meine Preise sind sehr gerecht. In Ordnung. Hier, schau. Ich markiere die Stelle auf deiner Karte. Ein Ort, den ich kenne. Jarl Heming war immer gerecht und freundlich zu uns. Zu uns auch. Hast du den heulenden Fleischsack mit den Hähnen gesehen? Was für ein Trottel. Ach, hier ist Mille. Ausgezeichneter Schild, Sunifa. Auf Gunnars Handwerkskunst ist Verlass. Und hier, vom Rabenclan. Ein beeindruckender Schild. Er ist gut, doch ihm fehlt noch eine Sache. Etwas Persönliches für deinen Vater. Ein Siegel, denke ich. Ein Zeichen, das ihn schmückt. Wir brauchen einen Künstler. Gibt es einen in diesem Dorf? Ich kenne einen. Er wurde verbannt, seine Arbeiten sind jedoch meisterlich. Er lebt in der Gipfelhöhle. Ich würde dich selbst hinbringen, aber ich muss Isbjörn finden. Isbjörn? Den Speer deines Vaters? Führte er ihn nicht in Ulkertorp? Er verlor ihn vor einigen Wintern auf einer Bärenjagd. Das Biest wurde schwer getroffen, aber der Speer blieb stecken und der Bär floh in den Wald. Und nach all diesen Wintern hoffst du ihn wiederzufinden und dem Feuer zu übergeben? Das klingt schon etwas unwahrscheinlich. Sorge dich nicht. Ich habe ein Gespür für solche Dinge. Suche den Verbannten auf. Er kümmert sich um deinen Schild. Ein ausgezeichneter Schild, Sunifa. Auf Gunnars Handwerkskunst ist Verlass. Du hast mir einen Gefallen getan. Danke. Sein, von der Willi sprach. Und hier soll jemand leben.
Verbannte muss die Einsamkeit schätzen, dass er in solch einem Loch wohnt. Wahrlich nicht leicht, dich zu finden. Jarl Heming ist tot. Mir wurde gesagt, du wärst ein Meister deiner Kunst. Dieser Schild soll so geschmückt werden, dass er Leben und Tod Jarl Hemings würdigt. Die Steine. Jarl Heming besaß eine ruhige Hand und ein ruhiges Herz. Kannst du das auch von dir behaupten? Dein Herz kennt noch keine Ruhe. Wie sollte das in dieser Zeit auch gehen? Jarl Hemings Herz geriet nie ins Wanken. Ja, Hemings Herz war so standhaft, wie es groß war. Du hast mir noch nicht geantwortet. Erfüllst du meine Bitte? Wie bleibt er dir in Erinnerung? Mit seiner Weisheit, die uns beflügelte. Das Schicksalsnetz. 9 Linien, die unser Geschick bestimmen. Gestern, heute und morgen sind verwoben. Ist es das, was du wünschst? Ja. Ich wähle dieses. Ich werde anfangen. Wie bist du hier gelandet? Schicksal. Ich wurde zum Tode verurteilt. Zu Unrecht, fand ich. Doch ein Mann wurde getötet. Jarl Heming wünschte, dass ich lebte. Die Menschen im Dorf nicht. Mein Augenlicht und Verbannung. Das war die Einigung. Ich danke dir dafür. Nimmt sein Sohn seinen Platz ein? Das ist Willis Entscheidung. Willi hat keine Wahl. Das Schicksal steht längst fest. Unser Geschenk hätte Heming erfreut. Ich frage mich, ob Willi seinen Speer gefunden hat.
Willi in der Lage sein, die Führung zu übernehmen? Jetzt, da Jarl Heming fort ist. Exakt, Doktor. Du bist die mit dem Wolfsmal, der Rabe der Schlacht. Dein Ruhm wächst mit jedem Mondschein. Ich kämpfe mit der Wahl, die Heming mir überlassen hat. Ich brauche dein Rat dafür. Ein Opfer ist nötig, bevor der Scheiterhaufen brennt. Viele Schafe am Grund des schlummernden Jötun. Folge mir! Kommt, Tiere. Ihr sollt den Göttern dienen und sie ermuntern, unseren geliebten Jarl Heming mit Eil und offenen Armen willkommen zu heißen. Die Gabe der Weissagung, Seherin? Kannst du enträtseln, was bevorsteht? Ich sehe, was gesehen werden muss, wenn nötig. Eine große Gabe. Eine große Last. Befragte Jarl Heming dich oft? Konntest du seine Sorgen zerstreuen? Ja, wir sprachen häufig. Doch ging er meist mit mehr Bürden, als er gekommen war. Er sorgte sich um die Zukunft seines Clans. Darüber, wer Jarl sein würde. Sprich weniger. Unsere Worte sollen keine heimsuchenden Geister anlocken. Wie du wünschst. Seherin, ich... Dein Herz ist ruhelos, dein Geist umwölkt. Du suchst mehr als die Zusicherung guter Omen. Ich suche die Weisheit der Götter. Du willst wissen, wer dem Clan besser als Jarl dienen würde. So ist es. Die Entscheidung zwischen Vili und Trügvi ist nicht klar. Wir stehen im Schatten des Riesen, des großen Bewahrers von Geheimnissen. Hier, ein Schluck der widerhallenden See. Steige den schlummernden Jötun hinauf. Nimm die Wasser zu dir. Gehe auf dem Gipfel in dich. Suche die Antworten auf deine Fragen nicht. Sie werden dich finden. Klettere den Schläfer hinauf, trinke und gehe auf dem Gipfel in dich. Lass die gesuchten Antworten dich finden. Hör. Um
eine Antwort zu erhalten, sollte ich meinen Geist leeren, mein Herz beruhigen. Heming, bist du es wirklich? Mein Uge, nicht im Fleische. Warum hast du Odins Halle nicht erreicht? Bei Zeiten werde ich das. Wenn die Flammen den Scheiterhaufen verschlingen, reite ich auf dem Rauchpfad zur Ruhmeshalle des Allvaters. Ich bin dankbar dafür, dich noch einmal zu sehen, Jarl. Ich kämpfe mit der Aufgabe, vor die du mich stelltest. Deinen Erben zu wählen, ist nicht leicht. Der eine wird geliebt, doch will die Aufgabe nicht. Der andere ist für die Aufgabe gewappnet, doch mag das Volk ihn nicht. Im Leben konnte ich dir keinen weiteren Rat geben, Eivor. Und so kann ich auch im Tod nur schweigen. Vergiss weisen Rat und kluge Überlegungen. Was ist es, das dein Herz dir sagt? Mein Herz steht still. Es redet nicht. Das sollte nicht meine Entscheidung sein, Heming. Es war immer deine Wahl. Du warst ihr Anführer. So wie Sigurd dein Anführer ist. Doch das stillt deinen Durst nach Ruhm nicht, und so begehrst du seinen Platz an der Spitze deines Clans. Ich will Sigurd nicht ersetzen. Die Nornir spannen unser Schicksal vor langer Zeit. Wir folgen nur den Fäden. Doch du siehst es nahen und heißt es willkommen. Soll ich meinem Schicksal dann entsagen? Den Pfad zum Ruhm verlassen, auf dem ich wandle? Nein, du sollst bei seiner Verteidigung sterben. Das Schicksal deines Schiers ist ungewiss. Ich vertraute auf deine Entscheidung und tue es noch. Zögere nie!
Du hast mich gezwungen, Heming. Ich wollte das nicht. Bereue nichts, Eivor. Du hast mir den großen Schlachtentod gegeben, den ich im Leben suchte. Du alter Fuchs. Hast du mich deswegen angestachelt? Der Allvater. Er ist hier, um mich in seine Halle zu führen. Und ich muss folgen. Die Wahl, die du triffst, wird die richtige sein. Festlich. Zu festlich und zu bald. Feuer, Kämpfe und alle Männer sind in Met eingelegt. Ach, das geht zu weit. Hemtorp könnte brennen, bevor es der Scheiterhaufen tut. Götter, habe ich meinen lieben Jarl enttäuscht? Frieden, Trückvi. Ich versuche für Ruhe zu sorgen. Siege werden selbst die Götter staunen lassen. Kämpfe an meiner Seite.
Für die Beute, für den Ruhm und für Valhall. Getan? Wie kann er es wagen, unsere Kultur zu verhöhnen? Er ist tot, wenn ich ihn in die Finger kriege. Sei gegrüßt, Eivor. Du suchst nach gut bezahlter Arbeit, ja? Gib gutes Silber dafür, dieses... Ich glaube, damit bist du unterfordert. Aber gut, dann geh mal. Hast du gesehen, was mit dem Haus geschehen ist, in dem sie den Fusel lagern? Es ist in Flammen aufgegangen. So, Messenger. That way school and that day never been clean. Frau, das ja auch nicht. Willkommen, willkommen. Schau, was ich für dich habe. Davon kann man nie genug haben. Ich komme dir beim Preis immer entgegen. Ich verwende nur... Kann ich dir noch etwas anderes unterjubeln? Ich muss gehen. Bleib gesund. Wenn dein Fusel ist, dann konnte ich ihn vor den Flammenzungen retten. Du stelltest dich so zitze, ja? Ein mächtiger Trunk. Er kommt aus dem Gara-Riki. Tauche dein Horn hinein und koste. Ein kleiner Schluck hat noch niemandem geschadet. Vorsicht, der Fusel pirscht sich blitzschnell an dich heran. Willkommen.
Mehr brauchst du nicht? Dein verbessertes Können wird sich lohnen. Sonst noch etwas? Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Ich nehm's mit jedem auf! Sollen wir uns messen? Der Gewinn... Da hat wohl jemand Angst. Fürchtest du dich? Selbst Thor könnte nicht... Was soll dieser Wahnsinn? Du wagst es, unseren geliebten Heming mit deinem Dreck zu waschen! Hast du meine Frage nicht gehört? Dort drin ist ein Sachse. Der war dumm genug zu versuchen, Heming in den Himmel statt nach Valhall zu schicken. Nun kauert er hinter einer verschlossenen Tür. Ich tat es für seine unsterbliche Seele. Gleich gibt's was für deine unsterbliche Dummheit. Beruhigt euch alle. Ich spreche mit ihm und finde heraus, was er wirklich vorhatte. Komm raus, du dummfressende Ratte! Bring diesen Dreckhaufen hier raus! Oh Gott im Himmel! Die Leute sind verärgert. Lass mich! Ich habe nichts Falsches getan! Du solltest lieber hinausgehen, bevor du gar nicht mehr gehen kannst. Ja, ja, ich gehe. Ich gehe ja schon. Tu mir bitte nichts. Dort ist dein Schlüssel. Wenn du die Tür öffnest, folge ich dir nach draußen. Du hast den Schlüssel! Benutz ihn! Du bezahlst für deine Taten, Schänder! Genug. Lasst ihn sprechen und sich erklären. Ich liebte Heming. Wirklich. Ich will nur, dass er frei ins Königreich Gottes fliegen kann. Also tränkst du seinen Körper mit deiner Fäulnisbrühe? War es das heilige Wasser der Christen? Natürlich. Ich weihte ihn im Namen des Herrn. Heming sorgte sich nie auf eines bisschen Regens. Ihr solltet es auch nicht. Er beleidigte unseren ehrwürdigen Toten. Ja, Heming hätte nur darüber gelacht. Ja.
schön. Vielen Dank. Sehen Sie das? Sehen wir den Armen. Hier weg, sie hat Urdartrie wie die Flotenheit. Was siehst du da oben, Sühne? Meinst du etwa Hemings berühmte Kampfhelden? Wirken mit mächtigen Kreis! Rette mich vor ihrem Zaun! Fristor, berias de Evinas! Schreiban! Herr Duat, Gungu! Mera! Kondo! Aufram! Ilja Rebeira mit Grotti! Danke dir, mächtiger Thor. Du hast mein Leben gerettet. Wenn du wieder nüchtern bist, solltest du dich von Hähnen fernhalten. Jetzt scheint es wieder geordneter zuzugehen. Dann gebe ich mal zurück, wie Bescheid. Herr Duat, Gungu! Ich habe die Gäste beruhigt, so gut es in ihrem Kummer ging. Sie trauern. Das ist zu erwarten. Trotzdem danke. Und wie fühlst du dich, alter Freund? Meine Trauer sitzt wohl tiefer als bei den meisten. Heming wäre stolz darauf, was du hier erreicht hast. Auf alles, was du für ihn getan hast. Hoffentlich. Der Schmerz wird vergehen, Trückwi. Mit der Zeit. Ja, das stimmt. Morgen ist das Ting und ein Jarl muss auserwählt werden. Ich sollte mit Sunifa darüber sprechen.
Hast du mit der Seherin gesprochen? Und wurden deine Fragen beantwortet? Einige Fragen ja. Auf andere muss ich selbst eine Antwort finden. Denkst du, dass es einen Platz für Willi in unserer Siedlung gibt? Er äußerte den Wunsch, mit uns zu leben und zu arbeiten. Wird er nicht der Jarl dieses Schiers sein, bevor der Tag endet? Das wird sich noch zeigen. Einige wollen lieber Trugvi an der Spitze sehen. Eivor, Trugvi hat nicht die Absicht zu führen. Er fühlt sich verpflichtet, seinem Herrn in den Tod zu folgen. Auf keinen Fall. Mein Vater würde solch eine Dummheit nie erlauben. Wie sonst soll ich meinen Jarl ehren in meinem Alter? Das sind nicht mehr meine Lande. Die Zukunft gehört dir, Willi. Das Feuer dieses Scheiterhaufens wird für meinen Vater brennen. Ich verbiete dir, ihm zu folgen. Ich werde nicht zulassen, dass du dich opferst. Verbietest du es mir als Freund, Willi? Oder als unser neuer Jarl? Als ein Mann, der will, dass du wieder zu Sinnen kommst. Willi, Trugvi. Ein jeder steht in einem Fußstapfen Hemings. Doch keiner der beiden will sich auf seinen Weg begeben. Braucht die Welt solch nutzlose, fackelnde Männer? Warum erhebst du nicht Anspruch und nimmst diesen Schier an dich? Das steht mir nicht zu. Dort, wo du dich bettest, jeder Hügel, den du besteigst, alles Silber, das du an dich nimmst, steht dir zu. Schränke dich nicht aus Nettigkeit ein. Snottinger Hamshir verdient einen Anführer, zu dem es aufschaut, dem das Volk vertrauen kann. Die meisten lieben Willi und er liebt sie. Doch ihm fehlt der Führungswille. Er könnte lernen, aber will er das? Und Trugvi? Standhaft und weise und dem Vermächtnis Jarl Hemings treu ergeben. Beinahe zu sehr. Doch er ist alt und seine Lebenslust hat ihn verlassen. Das beflügelt keinen. Das darfst du nicht! Ich erlaube es nicht! Ich bitte dich nicht um Erlaubnis, nur um deine Vergebung. Götter! Eivor, tu was gegen den Todeswunsch dieses Narren! Dies ist keine kleine Entscheidung, Trugvi. Und sie hat einen hohen Preis. Der Schier wird ohne dich ärmer sein. Aber ich habe niemanden mehr. Der Sinn meines Lebens liegt tot auf diesem Scheiterhaufen. Das stimmt nicht. Wenn die Menschen Rat bei meinem Vater suchten, an wen sahen sie ihn sich wenden? Jarl Heming war mein Fels. Ja, ich beriet ihn, aber er fällte die schwierigen Entscheidungen. Wenn Heming hier wäre, würde er dich nicht auffordern, deine Weisheit zum Wohle aller einzusetzen? Und war es dein Schwur, Jarl Heming bis in den Tod zu dienen? Oder seinem Vermächtnis im Leben? Ich bleibe. Du besitzt Weisheit, Eivor. Mehr, als ich gedacht hätte. Eivor! Hä? Sunifa! Im Dickicht wurden lauernde Pikten entdeckt. Willi jagt ihnen nach. Dieser Arschling. Er hätte mich erst wecken sollen. Zeig mir, wohin er lief. Lass uns die anderen holen. Da draußen wimmelt es von Pikten. Die Edelinge sind zu betrunken, um zu kämpfen. Das gäbe ein Gemetzel auf beiden Seiten.
Das weißt du am besten, Drenge. Pass nur auf dich auf, ja? Sein Zorn hat ihn verzehrt, Eivor. Diese ganze Wut, die Traurigkeit. Sie haben Form angenommen. Stockarsch konnte seine Gefühle nie im Zaum halten. Es musste so kommen. Ich hätte wachsamer sein müssen. Mach dir keine Vorwürfe, Drenge. Er konnte sich stets darauf verlassen, dass ich auf ihn aufpasse. Als Kind und auch jetzt. Wenn es diese Raserei braucht, um ihn von seiner Krankheit zu heilen, dann sei es so. Ich werde dafür sorgen, dass er sich dabei nicht selbst verletzt.
Odin sei Dank, dass das mächtige Wolfsmal sein Schatten ist. Wir kümmern uns um unsere Familie, Sunifa. Ohne zu fragen. Ich hätte dasselbe für dich getan. Für jeden aus dem Rabenclan. Das wissen wir, Drenger. Deshalb haben wir dir die Treue geschworen. Hier, Eivor. Hier hat Vili die Ermordung des Speers mit angesehen und ist dem Feind gefolgt. Ich eile zurück nach Hemtorp und sorge dafür, dass unsere Raben wachsam bleiben. Kehre du sicher zu uns zurück, Drenger. Ich darf ja nicht erwischt werden.